Aber hat so richtig funktioniert. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der BVB-Karriere. Wenn ihr euch wundert, was dieser Screen hier bedeutet und ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann macht das unbedingt. Wir haben Sancho verkauft. Wir bekommen 183 Millionen auf unser Transferbudget-Konto und müssen jetzt natürlich auch einen Ersatz damit finden. Da haben wir euch am Ende der letzten Episode die drei Kandidaten vorgestellt und wir haben jetzt die Entscheidung getroffen. Gegen Malen war ich. Gegen Hudson-Odoi war ich. Also bleibt jetzt Christian Pulisic noch übrig. Hat natürlich die Dortmunder Vergangenheit. Bei Chelsea, Champions League Sieger geworden. Aber hat so richtig funktioniert? Nicht so richtig, ich würde sagen zu 60% nur. Genau, war schon besser als 50-50, aber er hat jetzt nicht so eingeschlagen, wie man sich das jetzt hätte gewünscht, wenn man Chelsea-Fan wäre. Deswegen haben wir gedacht, wir haben einiges an Cash. Das wollen wir natürlich auch benutzen und das machen wir dann für Christian Pulisic. Der hat eine 83, ist aber auch erst 22 Jahre alt. Viele vergessen, wie jung der noch ist, weil er schon so viele Jahre in der Bundesliga gespielt hat. Und zu diesen Jahren an der Bundesliga-Erfahrung kommen jetzt auch noch ein paar dazu. Wir haben einfach genau die gleiche Summe wieder zurücküberwiesen. 64 Millionen hat Chelsea damals gezahlt, hat Transfermarkt gesagt. Und das haben wir jetzt einfach wieder zurückgegeben. Sind ja jetzt auch andere Zeiten, deswegen sie wollten da nicht mit einem Verlust rauskommen, was wir auch verstehen können, was wir uns ja jetzt auch leisten können. Und bei seinen Stärken seht ihr, der Mann ist beweglich, ist schnell, hat ein gutes Dribbling und auch eine gute Übersicht. Also er kann Haaland bestimmt gut bedienen. Und damit sind wir auch angekommen am Ende des Transfer-Deadline-Days, am Ende des Transferfensters. Wir haben über 200 Millionen ausgegeben. Natürlich 100 Millionen davon sind an Zwickau gegangen. Also ungefähr 118 Millionen ausgegeben, aber halt auch 335 Millionen erwirtschaftet. Also ich würde sagen, es war ein absolut grundsolides, überragendes Transferfenster. Ja, und was halt richtig gut war, Dortmund versucht ja in echt sehr viele von diesen Spielern zu verkaufen, die keine Rolle mehr spielen, aber halt noch das Gehalt fressen. Das haben wir in dieser Transferphase optimal vorgemacht. Aki Watzke, guck dir das Video gerne an und übertrag's auf den Real Life. Dann läuft das, glaube ich, nächste Saison viel besser beim BVB. Das würde auch Zwickau freuen, sage ich dir ehrlich. Ach so. Es ist dann auch mal wieder Zeit für Jugendschule. Ja, Tom Horn geht besser, würde ich sagen. Also da war wirklich gar nichts dabei. Aber dafür hat hier Nick heißt er, naja, Nick Prinz hat was mitgebracht. Steffen Hassler. Das ist ein richtiger Hassler, hat gutes Gehalt, hat einen guten Wert, 15 Jahre alt. Ab in die Jugendschule mit dir. Und Freunde, Dinge, die man auch mal vergisst, wenn man die ganze Zeit hier Spieler kauft und Spieler verkauft. Die Champions League, die Gruppen wurden ausgelost. Wir sind in Gruppe A und treffen einen alten Bekannten wieder, Axel Witzel. Der spielt ja jetzt bekanntlich bei Inter Mailand. Die sind unser erster Gruppengegner, der zweite Villarreal und Dynamo Zagreb. Also absoluter Top-Favorit in der Gruppe. Sollten wir sein, also ist das Ziel auch Erster zu werden. Also Boys, es ist doch noch nicht genug mit Spieler verkaufen. Guerreiro kam ein bisschen spät und ist natürlich auch Quatsch mit Soße, das Angebot. Aber Meunier, das Angebot von Sporting haben wir abgelehnt, weil wir wollen ihn mal in die Liga verkaufen. Dann haben wir nämlich in mindestens einem Spiel einen absoluten Vorteil über eine von den Außenseiten. Jetzt aber das erste Spiel dieser Episode und zwar gegen meinen VfB. Wenn ihr die VfB Road to Glory noch nicht gesehen habt, checkt die mal ab. Ich verlinke euch oben in der Infobox auf jeden Fall mal die Playlist dazu. Trotzdem wollen wir hier natürlich gewinnen in Stuttgart. Wechseln dafür die Innenverteidigung, damit es ein bisschen spannender wird. Zagadou kommt rein und Sanchez kommt rein. Also komplett neue Innenverteidigung. Zagadou wird Sanchez schon ein bisschen da rumleiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Zagadou kann halt auch Sanchez einfach sagen, lauf mal los, weil ich komme dann später. Ja, das stimmt natürlich. Und hier ist der neue Mann, Christian Pulisic. Spielt auch direkt, ne? Auf dem rechten Flügel. Man gibt keine 64 Millionen aus, wenn man ihn nicht spielen lassen möchte. Außer man ist halt einer von den Premier League-Vereinen. Die machen das ja öfters mal und setzen dann Leute auf die Bank. Aber bei uns ist es auf jeden Fall nicht so gehandhabt. Ja, Dortmund gegen Stuttgart ist natürlich auch ein interessantes Matchup. Zwei geile Duelle jetzt in der vergangenen Saison gehabt. Wir spielen nicht so oft gegen Stuttgart. Ihr seht trotzdem natürlich oft die Stuttgart-Trikots in der Stuttgart-Karriere. Hier jetzt erstmal der erste Ballgewinn und ab nach vorne. Etwas glücklich kommt der Ball hier zu Haaland. Haaland gegen Kobel. Nächstes Jahr Teamkollegen. Und das hält Kobel mal aber richtig Weltklasse. Hilfe! Da, mit den Fingerspitzen, also wenn die nicht gebrochen sind, dann weiß ich es nicht. Hier haben wir jetzt Christian Pulisic direkt am Ball gegen Ozan Kabak. Den hat sich Stuttgart hier in der Karriere zurückgeholt. Pulisic mit der Flanke und die nächste Großchance von Erling Haaland. Stuttgart wieder mit Lanes. Haben 90 Millionen ausgegeben diesen Sommer. Also die meinen es auch ehrlich, wirklich ernst. Haben natürlich Gonzalez verloren, das tut ein bisschen weh. Aber 90 Millionen zu reinvestieren ist halt auch eine starke Nummer. Jetzt laufen sie aber erstmal in einen Konter von uns. Der geht hier über unseren Kapitän Marco Reus. Hat ja eine super Anfangsphase zur Saison und testet hier zum nächsten Mal Kobel. Emre Can auf Haaland, der läuft Anton weg.
Und jetzt Haaland gegen Kobel zum dritten. Und dieses Mal gewinnt Haaland das Privatduell. Haben wir uns auch verdient, oder? Ja, wir sind hier am Drücker. Haaland schon zwei ganz gute Chancen vergeben. Aber die lässt er hier sich nicht nehmen. Guter Pass von Emre Abi. Aus dem Mittelfeld hinaus. Genau der richtige Zeitpunkt. Und dann ist der Mann 5 Meter von der Verteidigung schon weg. 1-0 der Halbzeitstand. Das ist eine gute erste Halbzeit von uns. Ein bisschen mehr aus den Chancen machen und dann wird es auch noch deutlicher hier. Und in der Halbzeit bringen wir die Born in the USA Flügelzange. Reyna und Pulisic, wie bei den US-Amerikanern hier für uns. Morel setzt noch Haaland ein. Kanadas 2-0 nachmachen. Nein, schon wieder Kobel. Der hat Reflexe, das ist unfassbar. Jetzt gibt es das Duell der Giganten. Kalajdzic kommt rein und wer steht bei uns in der Innenverteidigung? Dann Axel Zagadou. Das würde ich ehrlich gerne auch mal in echt sehen. Jetzt will ich aber erstmal sehen, dass hier Pulisic eingesetzt wird von Haaland. Pulisic nochmal in die Mitte. Bleibt hängen. Dann aber, ohohoho, einfach oben im Winkel reingezimmert. Also erst ist er hängen geblieben mit dem Passversuch in die Mitte. Wollte dann nochmal Haaland das Geschenk zurückgeben. Aber dann sieht man hier, Junge, Junge, haut er den da in den Winkel. Krank. Hat erste Situation eigentlich verkackt. Und dann, oh, komm, mach mal was Schönes draus. Selber repariert sozusagen. Selbst ist der Mann. Und das ist auch schön. Der nächste Debütant, das nächste Debüttor. Und apropos Debütanten, die bei ihrem Debüt getroffen haben, da ist mir was eingefallen. Ikone und Weise kommen für Dahoud und Bellingham. Wir probieren das mal aus, wie das so mit zwei Zehnern ist. Ja, ist zwar sehr offensiv, aber wir führen auch 2-0. Also wir sollten das Ding relativ gut in der Tasche haben. Da kann man mal ein bisschen was testen. Ja, nichts geht über Wettkampfpraxis. Deswegen müssen wir hier ordentlich was testen, wenn es im Spiel so geht. Ikone und Weise hier auch direkt mit involviert. Und Weise mit dem Lattenkracher. Och Mann, belohn dich doch, Junge. Kurz vor Schluss wollen wir aber natürlich nochmal ein drittes Tor drauflegen. Haben jetzt nochmal Ikone mit dabei. Ikone an den zweiten Pfosten. Da wartet Pulisic, aber der kommt leider nicht mehr dran. Das war es jetzt auch mit der Nachspielzeit und auch mit dem Spiel. 2-0 ist das Ding ausgegangen. Relativ souverän abgekocht. Wieder ein Spiel zu 0. Also die Abwehr steht auf jeden Fall auch mit Zagadou und Sanchez. Endlich, Freunde. Endlich. Das Ding ist verkauft. Thomas Meunier. Wir kriegen auch 9 Millionen dafür. Welcher, na, ich will nicht sagen. Hey, aus einer Saison hier reicht jetzt auch. Und nach so einem Wahnsinns-Weltklasse-Ausnahmespieler wie Thomas Meunier ist natürlich der logische nächste Schritt das erste Champions-League-Spiel. Dynamo Zagreb ist der Gegner. Wir sind ordentlich durchrotiert. Geben mal so ein paar anderen Spielern eine Chance, sich zu zeigen. Sollte natürlich der Favorit sein. Okay, gut. 4-0 geht's aus. Edin Ketia hat getroffen. Das ist schon mal positiv. Und auch Reus trifft und Reyna macht einen Doppelpack. In der Liga ist das Ganze ziemlich knapp, muss man sagen. 9 Punkte. 8 Punkte, 7 Punkte, 7 Punkte, 7 Punkte. Alter, ist alles möglich. Jetzt unser nächster Gegner, Mainz 05. Wir rotieren nur Milan Weise in die Startformation für Bellingham und gehen sofort in die Schnellsimulation rein. Und es wird ein 0-0, obwohl wir 5 Chancen haben. Freunde, muss auch mal ins Tor schießen. Manchmal bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, it could, wie it could. It could, wie it could. Für die Nicht-Kölner unter euch, es kommt, wie es kommt. Der FC steht auf dem Programm. Wir sind nur auf der 5. Position in der Liga-Tabelle. Kann man natürlich aber ändern mit einem Sieg hier. Bisschen durchrotiert mal wieder. Sanchez kommt rein, Delaney kommt rein und Hazard kommt rein. Guck mal, bei Köln spielt Cicic jetzt auf den Linksverteidiger. Die haben Hernan Crespo gekauft. Ja, und Risse spielt zurück in der Bundesliga auf dem rechten Flügel. Also Jungs, wenn das nichts wird, das ist eine ganz wilde Aufstellung vom FC. Genau, 4-0, Haaland dreimal und Guerrero dann noch mit dem Ehrentreffer. Und da guck mal einer an, Inter hat verloren gegen Villarreal. Ganz, ganz wildes Ding. Wir haben eigentlich gedacht, Inter, unser ärgster Konkurrenz hier um den Gruppensieg. Deswegen gehen wir auch selbst mit der Tee. Witzig spielt auch. Jo, aber das Team ist krass. Ja. Lukaku, Martin ist noch da, Barella noch da, Sabitzer ist stark. Gut, Hakimi Götz, auch richtig krass. Marquinhos, Diego Carlos. Und natürlich DJ ne? Und Handanovic noch im Tor. Also da kommt eine ordentliche Aufgabe auf uns zu. Wir haben jetzt zweimal durchrotiert in der Zwischenzeit. Wir haben Zagadou reingebracht und Ikone, also unsere zwei Franzosen, in die Startelf gebracht für Hummels und für Mo Dahoud. Und die beiden sollen ja natürlich der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir brauchen die 3 Punkte, da machen wir schon einen Riesenschritt in Richtung Gruppensieg, weil Inter dann immer noch 0 hätte. Wir bringen die Ecke auf Zagadou und wieder so knapp vorbei. Wir überlagern einfach mal die Seite mit Ikone und mit Reus zusammen. Reus läuft da in der Mitte ein bisschen Witzel weg. Sieht man hier nochmal besser. Ist jetzt auch wieder am Ball, legt sich den Ball in die Mitte, versucht abzuschließen. Wurde abgeblockt. Zurück auf Bellingham. Reus mit dem Schuss am Tor vorbei. Wieder Ikone, das war wirklich ein sehr guter Move, den hier in die Startelf zu bringen. Hat hier auch die Chance zum 1-0 und er macht dann auch den Ball rein. Freut sich hier natürlich vor den Dortmunder Fans. Nicht sein erstes Tor im Dortmunder Trikot, auch nicht sein erstes Tor im Signal Iduna Park. Aber ein sehr, sehr wichtiges dafür.
kann hier seine ganze Schnelligkeit ausspielen gegen Marquinhos und dann, wie schon bei seinem ersten Tor für uns, ins lange Eck mit seinem starken linken Fuß abschließen. Götze jetzt über die linke Seite in der Mitte, wartet Lautaro und natürlich Champions League-Sieger mit dem FSV Zwickau, Romelu Lukaku. Ja, mit dem Kopf, die Latte frisch poliert, köpft das Ding hier ein, unten rechts in die Ecke. Da kann Maignan dann auch nichts mehr machen. Vorher halt hier gut durchgesetzt von Goetz gegen Zagadou und dann gegen Bellingham. Und das Ding kommt echt perfekt. Und Guerreiro macht da nichts, ne? Mit dem 1:1 ging es hier in die Pause. Wir bringen Reyna für Pulisic. Der hat sich schon die gelbe Karte abgeholt. Da wollen wir absolut gar nichts riskieren. Circa eine halbe Stunde vor Schluss wechseln wir unseren Kapitän Marco Reus aus und wechseln Milan Weise ein. Dafür geht Ikoné dann eins weiter vor auf den linken Flügel. Da kennt er sich natürlich auch schon aus. Jetzt aber erstmal über die rechte Seite, über Gio Reyna. Perfekter Moment eigentlich auf Haaland, aber der hat noch Marquinhos vor sich. Gibt zurück auf Bellingham und er braucht so ewig beim Schießen. Es hätte das 2:1 sein müssen eigentlich. Haaland sieht gerade Ikoné. Ikoné mit dem zweiten Tor im Spiel. 2:1, 8 Minuten vor Schluss. Der Mann fühlt sich in Dortmund pudelwohl. Gute Laufwege von dem Mann und mit der Geschwindigkeit. Da kommt kein Abwehrspieler hinterher. Haaland sieht das richtig gut, ne? Eigentlich nicht der Spielmacher. Haaland hat da die 2020 Vision gehabt. Also der hat da so einen Dime gedroppt. Und voll gut von Milan Weise. Er zieht den Innenverteidiger weg. Und dafür ist dann für Ikoné die Seite offen. Der Timo Werner Laufweg. Ja, ist echt so, ist echt so. Ich sag dir so, wie es ist. Bisher sieht es nach einem absolut überragenden Transfer aus. Jetzt haben sie noch eine halbe Minute Zeit hier in der Nachspielzeit. Aber gut, Lautaro Martinez hat sich gedacht, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt. Also gewinnen wir hier das Spiel mit 2:1 und haben jetzt schon mal 6 Punkte hier in unserer Champions League Gruppe. Also in der Schweiz haben sie uns alle verarscht. Ihr seht hier die Gesamtstärke und dann das Potenzial dahinter. Das war wirklich Story von dem Scouting Update. Und da waren wir schon richtig sauer. Ja, Frank sauer. Der Mann, noch besseres Gesamtrating. Insgesamt 2,7 Millionen. Wir hatten ein richtig gutes Talent. Und ein Potenzial von 73 bis 94. Der Mann wird sowas von in die Jugendschule kommen. Und der Mann ist ein Linksverteidiger. Es steht zwar Rechtsverteidiger dran, aber ich meine, ihr kennt mich so langsam. Starker Fuß links, Rechtsverteidiger. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Zwei Dinge, die auch nicht zusammenpassen. Auf geht's, Hoffe und echte Liebe. Das stimmt, wir wollen das Fass jetzt aber auch nicht wieder zu weit aufmachen. Gehen lieber mal direkt hier rein, rotieren ein bisschen durch. Und wollen dann auch direkt gegen die TSG Hoffenheim in die Simulation gehen. Haben hier, wie gesagt, die Außenverteidiger getauscht, Milan Weise reingebracht. Und Haaland macht ein Tor, verschießt einen Elfmeter. Und Saint-Just, unser Rechtsaußenverteidiger. Gutes Händchen, ja. Wollen wir das Fass aufmachen mit Düsseldorf-Köln? Lassen wir auch lieber, weil die Männer sind sowieso schon auf dem 18. Platz. Das spricht Bände genug. Wir gehen in die schnelle Simulation, wir rotieren ordentlich durch. Wir hoffen, dass es gut geht, aber unter der Woche ist Champions League. Deswegen müssen wir halt so viel rotieren. Es geht gut, 2:1, genau die richtige Prise gewählt an Durchrotation. Und Edin Ketya, Junge, endlich ist er da. Und so kommen wir jetzt auch wirklich, wie schon angesprochen, unter der Woche zu Champions League. Ist das Spitzenspiel. 2x6 Punkte, Villarreal und Dortmund haben beide ihre Spiele gewonnen. Eins davon sind natürlich wir, Dortmund. Und wollen heute natürlich auch das dritte Spiel gewinnen. Dafür ballern wir einfach die Top-Elf da rein. Rotieren gar nicht durch. Im Sturm natürlich ein alter Bekannter, Paco Alcacer. Arnautovic kennt man auch aus der Bundesliga. Ja, wir verlieren 2:0. Nino und Parejo. Junge, Haaland, kannst du mich mit da treffen? Das gibt's ja gar nicht. Das war jetzt natürlich ein bitteres Ende zur Episode. Heißt, wir sind nur noch auf Platz 2. Heißt auch, wir haben nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Inter Mailand. Aber wir haben ja noch 3 Spiele. Die könnten wir alle 3 gewinnen. In der Liga sieht es dafür ein bisschen rosig aus. Wir stehen am Platz der Sonne. 19 Punkte, 2 Punkte vor den Bayern und vor Hoffenheim. Die haben sogar schon ein 9. Spiel gespielt. Also da sieht es ähnlich gut aus wie letzte Saison. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und checkt unsere Links in der Videobeschreibung, Twitch und Instagram. Und dann sehen wir uns bei der dritten Folge der zweiten Saison. Schaltet da auch gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und Servus. Boah, da hab ich übelst früh weggeguckt. I'm coming home, I'm coming back down tonight.